Hallo? Ja, hier ist der André. Ja. Ja, ich habe jetzt die neue Kupplung hier. Ja, und die Kurbelwelle. Ja, willst auch? Dann schalt ein, okay? Bleib dran, einen Moment. Hallo, ich bin der André vom SIP und ich freue mich, dass ihr heute wieder da seid. Ich habe für euch unsere niegelnagelneue SIP Performance Kupplung, die ich euch gerne im Detail zeigen möchte, und dazu passend eine 62 Hub Drehschieberwelle mit Verzahnung, die natürlich dazu perfekt passt. Nice. Der Hauptunterschied zu den Original Piaggio Kupplungen und vor allem der bekannten Cosa Kupplung ist, dass der Aufbau komplett umgekehrt ist. Das ist eine Inverskupplung und das bedeutet, der innere Teil der Kupplung ist mit der Kurbelwelle verbunden, der äußere Teil ist mit dem Zahnrad, mit dem Getriebe verbunden. Das hat einen wesentlichen Vorteil und zwar ist die Massenträgheit von diesem inneren Teil, weil der kleiner ist, geringer als die Massenträgheit von dem äußeren Teil und deswegen hängt der Motor spürbar besser am Gas und dreht besser hoch, wenn er ausgekuppelt ist. Diese Zahnräder haben wir fertigen lassen für drei verschiedene Primärzahnräder, aus unserer Sicht die am meisten verbreiteten, und zwar einmal mit Schrägverzahnung für Piaggio 65 Zähneritzel, das ist das große von der 200er. Und dann zwei gerad verzahnte Versionen, einmal für 64 Zähne Polini und Malossi primär, die ziemlich gebräuchlich ist mit der Geradverzahnung, und einmal für 62 Zähne primär von DRT, das ist von den erhältlichen Übersetzungen die längste. Die Kupplung hat noch einen weiteren Vorteil gegenüber der Cosa und Piaggio Kupplungen, vier vollständige Belagscheiben, die wirklich auf beiden Seiten das Belagmaterial haben. Wir haben auch gegenüber der alten BFA-Kupplung den Vorteil, dass wir mehr solche Nasen haben, an denen sich die Kraft des Motors und das Drehmoment übertragen kann, sodass wir dadurch relativ geringen Verschleiß erwarten, gerade auch an dem Kupplungsaußenkorb, der aus hochfestem Aluminium ist. Die Trennscheiben sind auch aus Aluminium, also ist die Kupplung insgesamt leichter als eine Cosa-Kupplung. Alles ist hochpräzise CNC gefertigt, die wird auch sehr schön rund laufen. Wir bieten diese Kupplung sowohl mit der üblichen Keilverbindung, das heißt der Kupplungsstumpf ist einfach nur eine Welle, wo dieser Halbmondkeil drinnen sitzt, und wir bieten ihn aber jetzt auch verzahnt an, also ein Innenkorb, der verzahnt ist, und dazu passend Kurbelwellen, die am Kupplungsstumpf verzahnt sind, mit einem ganz, ganz soliden M14-Gewinde, also das ist quasi riesig, das ist genauso groß wie die Hinterachsmutter von einer PX Alt oder von einer Rallye oder den meisten Oldtimer, ich glaube bis zu VM. Die lässt sich sehr leicht montieren, man braucht auch keinen Loctite oder Fügewelle-Nabe mehr einzufügen, damit das wirklich hält. Kann man dann mit einer Spezialmutter zuziehen, die wird mitgeliefert, und wenn man mal defekt hat oder Kupplungszahnrad tauschen will oder sonst was, kann man sie wirklich sehr leicht wieder runternehmen. Die BFA-Kupplung hat, glaube ich, 8 Federn, wenn ich jetzt nicht irre, und unsere Kupplung hat jetzt innen 9 Federn. Und zwar sind das Federn von der PKXL oder XL2, die es in verschiedenen Härten gibt, und wenn man da schon zu den weicheren von diesen verschiedenen Härten greift an Federn und alle 9 Plätze bestückt, dann kann man da schon rechnerisch Kräfte übertragen, die wahrscheinlich erst bei 100 PS auftreten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass diese Kupplung 100 PS aushält, das hat, glaube ich, noch niemand getestet, und ich weiß nicht, wie lange es noch dauert, bis das mal jemand testet, aber theoretisch könnte es die Kupplung übertragen. Ein Haltewerkzeug ist mit im Lieferumfang, damit man die Kupplung richtig festziehen kann, und es ist auch ein Kompressionstool, also es sind so Schrauben, die Kupplung zusammenpressen. Jetzt noch die Kurbelwelle, die mir sehr ans Herz gewachsen ist, jetzt schon. Erstens finde ich, schaut sie super aus. Zweitens ist es von unserem sehr, sehr anerkannten Hersteller aus Italien, also da kommt nichts aus Fernost. Es hat auch
wie unsere Performance-Wellen alle, das polierte Pleuel, das einfach auch also durch die Politur überhaupt nicht rissgefährdet ist oder sowas, hat die schönen Schmierbohrungen, die sich bewährt haben, und Schlitze. Es hat Silberlager und ziemlich strömungsgünstige Form am Drehschieber. Für den Drehschieber ist hier eine Steuerzeit von -5, das heißt, die Öffnung fängt ein bisschen vor dem Hubzapfen an, 5 Grad vor dem Hubzapfen, und endet 125 Grad nach dem Hubzapfen. Und in dem Original Piaggio-Gehäuse ergibt sich dann in etwa eine Steuerzeit von 185 Grad. Jetzt bauen wir das mal in unseren Motor ein. Besser kommt man nie wieder hin. Und dann rein damit. Für diese Kurbelwelle mit 62 mm Hub haben wir auch die Lichtmaschinenhälfte spindeln lassen. Das ist leider erforderlich, das geht nicht anders. Da waren wir auf einer CNC-Fräse, braucht man ein Einziehwerkzeug. Und da haben wir massives Glück, weil nämlich das Einziehwerkzeug für die Hinterachse PX Alt, glaube ich, passt. So. So, Welle drinnen. Jetzt brauchen wir auch keinen Keil und nichts mehr einsetzen, sondern wir können jetzt auch schön leicht, ohne großen Kraftaufwand, die Kupplung einfach drauf schieben und die sitzt bombenfest. Wir müssen sie nur noch festschrauben. Wichtig ist nur, bei dem Stumpf braucht man eine spezielle Anlaufscheibe. Die wird aber auch mitgeliefert im Lieferumfang der Kurbelwelle. Also ist eigentlich alles da. Dann gibt es auch eine spezielle massive Mutter mit 19er Schlüsselweite. Da tun wir aber trotzdem Schraubensicherung drauf. Dann können wir die festziehen. Knack, fest ist es, kein Keil drinnen, der sich jetzt irgendwie aufgeschoben haben könnte, passt alles wunderbar. So, wenn die Kupplung montiert ist, dann braucht man eine Andruckplatte. Ich rate zu unseren kugelgelagerten Andruckplatten. Die sind insbesondere dann gut, wenn man starke Kupplungsfedern fährt, weil durch den hohen Druck der originale Bronze-Trennpilz manchmal überlastet ist und dann schmilzt. Und dann kommt natürlich der Deckel drauf. Wie versprochen ist der Deckel nicht gespindelt. Es hat nur mal jemand den Steg hier oben entfernt, was auch Sinn macht. Und der passt jetzt hier Plug and Play, ohne weitere Änderung, und die Kupplung läuft frei. Den Rest des Motors baue ich dann zusammen, wie in meinen anderen Tutorials schon gezeigt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut, und wir freuen uns auch über alle Kommentare von euch. In diesem Sinne, mit eurem eigenen Motor und eurer eigenen Vespa viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!